und weiter geht die Reise im schönen Dänemark. Grasten ist ein Ort mit 4228 Einwohnern in Dänemark am Nybøl Nor, einem Seitenarm der Flensburger Förde. Der Ort liegt ziemlich genau in der Mitte des Städtedreiecks Oppenrö, Flensburg, Sønderborg. Der Name war ursprünglich Grauenstein, was als Grasten wörtlich ins Dänische übersetzt wurde. Ich stehe vor dem Schloss Grafenstein. Sonja konnte es auch kaum erwarten, aufs Video zu kommen. Sie wirkt noch etwas schüchtern. Darf ich vorstellen, das Schloss Grafenstein? Schloss Grafenstein ist die Sommerresidenz des dänischen Königshauses. Es liegt in Grasten in der Nähe von Sønderborg und der deutschen Grenze.
Ærens og Søn ist eine dänische Kirchspielgemeinde, die im Süden Jütlands am Nordufer der Flensburger Förde auf der Halbinsel Broealen auf Sunnerve liegt, etwa 12 Kilometer westlich von Sønderborg. Im Kirchspiel leben 1544 Einwohner, davon 1478 in der Stadt Ærensund. Ranbjerg ist eine an der Flensburger Förde gelegene Siedlung, die zur dänischen Ortschaft Ærensund gehört. Seit der Verwaltungsreform am 1. Januar 2007 ist der Ort Teil der Großkommune Sønderborg in der Region Syddanmark. Davor gehörte er zur Broager Kommune. Für die Seefahrer steht der Yachthafen Marina Minde zur Verfügung.
Im nächsten Video geht es nach Nybøl. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Vielen Dank.